Ich habe ja keine Stimme mehr, obwohl Megafon geht's. Also ich hätte gedacht, dass ich so viele Fans habe. Bürgerprotest in Mainz. Metzger Peter Läusler droht das aus. Der Mietvertrag wurde gekündigt. Eigentlich will ich ja nur ganz normal in Ruhe arbeiten. Das ist mein einziges Anliegen, wo ich habe. Also mehr will ich ja gar nicht. Nur das wird einem halt schwer gemacht dann, ja. Den Traum vom eigenen Buchladen. Christiane von Zitzewitz hat ihn verwirklicht. Doch das Internet ist stärker, der Laden muss schließen. Das war dann auch nicht so schön, das für mich klarzumachen. Das ist jetzt so und da kannst du nicht mehr raus aus der Nummer und du musst es zumachen. Das hat mir schon wehgetan. Im Würzburger Goldschmiedehaus von Bernhard Thein ist Räumungsverkauf. Nach mehr als 50 Jahren muss das Familienunternehmen aufgeben. Der Laden ist insolvent. Das war für mich total schlimm, das war für mich der totale Zusammenbruch. Weil damit hatte ich überhaupt nie gerechnet, dass es überhaupt so weit kommt. Morgens um 6 bereitet sich Metzger Peter wieder auf einen turbulenten Tag vor. Es ist die letzte Metzgerei im Mainzer Stadtteil Neustadt. Rund 27.000 Menschen leben hier. Senioren, Studenten, Handwerker. Viele kaufen hier ein. Doch jetzt droht das aus. Der Mietvertrag wurde gekündigt. Ich habe immer meinen Miet bezahlt. Mir hat auch nie Probleme. Ich habe auch mit dem Amt nie Probleme oder so. Dass ich jetzt irgendwas hier. Ich habe alle Abnahmen, alles genehmigt. Ich habe hier Bestandsschutz. Also gibt es gar kein Problem eigentlich. Ich wüsste gar nicht warum. Einmal schön. Ich habe wieder ganz frisch mit von der Innung. Einmal oder? Einmal. Ja, ohne Zwiebel, gell? Ja. Gut, mach schnell. Ah ja, das schießt dann natürlich aus dem Kopf, was dann alles dranhängen könnte, gell? Die Existenz. Ich meine, ich mache es ja in erster Linie für mich. Ich bin ja Geschäftsmann, das ist schon klar. Aber ich habe dann auch nie an die ältere Oma gedacht, was dann ist, wenn ich dann weg bin, wenn gar nichts mehr da ist hier, gell? Das Geschäft geht gut. Peters Rezept, Qualität für wenig Geld. Das Mettbrötchen für 1 Euro, eine Frikadelle ebenfalls. Das sind Kampfpreise. Schüler, Hartz-IV-Empfänger und ältere Menschen mit kleinen Renten können sich das leisten. Ich muss halt immer gucken mit den Preisen. Ich fahre halt auch mehr rum. Ich fahre hier bei der Metzgerinnung war ich. Die habe dann auch manchmal Überhang an Schinken oder irgendwas. Da sagen sie, hey, wir können einen guten Preis machen, wenn du ein bisschen mehr nimmst. So kann ich die Preise dann auch machen. Okay? Weil die Leute halt immer denken. Die sehen nur die Schlange vom Laden und denken, oh, Peter, bist du schon Millionär? Ich sage immer, ja, ja. Ich habe die zweite Porsche bestellt, aber das ist ja alles Spaß. Das ist ja wirklich nicht so. Es wäre ja schön, wenn es so wäre. Beim Peter ist mehr als eine Metzgerei. Es ist der soziale Treffpunkt des Stadtteils. Alt und jung, reich und arm, hier stehen alle Schlange. Die meisten kennt der 44-Jährige persönlich. Wenn in ein paar Monaten Schluss sein soll, gibt es im Stadtteil gar keinen Metzger mehr. 2 Euro. Oder kriegst du noch was dazu? Der einzige Metzger und die Leute wissen nicht, wohin. So, komm her. Setz dich hier hin. Danke, mein Liebster. So, ich habe jetzt leider keine Zeit. Ich muss Auto ausräumen, aber... Ja, ja. Das wird auch wieder besser, gell? Ja, das ist die Hauptsache. Die Mädchen kümmern sich um dich. Der Chef und die Mädchen sind alle freundlich. Von der Reihe runter. Ja, sind immer froh. Und das ist das, was mir gefällt. Ja. So, da sind 2 Brötchen, guck mal. Ich hab dir 2 schöne Hälften gemacht. Jawohl. Ich hab jetzt noch mal Pferd drauf, kann ein bisschen scharf werden, gell? Aber wir wollen es ja haben, gell? Das ist gut. Lass das schmecken, gell? Ja, ist schon traurig, vor allem, weil ich jeden Tag hier in der Pause oder so mir ein Brötchen kaufe. Und dann, wenn es es nicht mehr gibt, ist schon scheiße. Ich bin jetzt 90 Jahre, bin alleinstehend. Warum soll ich dann kommen? Besser kann es mir doch gar nicht gehen, oder? Warum gibt es dann? Ha? Ich verstehe es nicht. Bernhard Thein ernährt seine Familie mit dem Verkauf von Gold und Schmuck. Bislang. Er betreibt das Würzburger Goldschmiedehaus. Es ist ein Familienunternehmen. Vor mehr als 50 Jahren hatte sein Vater als Uhrmacher angefangen. Der Sohn ist später in das Geschäft mit eingestiegen. Und auch seine Frau arbeitete bis zur Geburt des 3. Kindes in der Buchhaltung mit. Doch seit einiger Zeit gibt es Probleme. Der Umsatz ist stark zurückgegangen. Die Thains kämpfen gegen die Insolvenz. Also ich habe Angst, dass ich irgendwann doch nicht mehr kann. Dass es halt finanziell dann irgendwo doch den Super-GAU gibt.
Und wir dann auf der Straße, also in Anführungszeichen, sitzen. Der 79-jährige Volker Thein unterstützt seinen Sohn, wo er nur kann. Trotzdem war der Familienbetrieb nicht zu retten. Das Geschäft mit vollem Sortiment über Uhren und Schmuck ist nicht mehr lebensfähig. Das ist also meine ganz eindeutige Meinung. Und unser Sohn, der mein Chef ist seit einigen Jahren, sieht das genauso und sagt, Papa, so leid es mir tut, deins zu zerschlagen, jetzt sage ich es mal so brutal, aber es ist richtig, was er macht und ich stehe da auch voll hinter ihm. Über viele Jahre florierte der Verkauf von Uhren und Schmuck. Doch seit einiger Zeit macht der Internethandel dem Geschäft schwer zu schaffen. Das Goldschmiedehaus konkurriert mit den großen Versandhäusern. Und da merkt man natürlich schon, dass die Leute kommen, gucken und dann geht es um den Preis. Und dann heißt es halt, ich habe im Internet aber gesehen und da kriege ich so und so, was ist ihr Preis? Und das macht einem natürlich schon schwer zu schaffen, weil oft dann eben nicht gekauft wird, aber beraten. Und es macht es einem schwer und es nimmt einem auch komplett die Lust eigentlich. Früher konnten die Thains von ihrem Geschäft gut leben. Bernhard baut ein Haus für sich und seine Familie. In den Hochzeiten arbeiten bis zu 6 Angestellte im Laden. Reparaturen, Eheringe, Sonderanfertigungen. Es ist immer viel zu tun. Der Betrieb bildet zudem junge Goldschmiede aus. Doch durch die Konkurrenz mit Kaufhäusern und billiger Massenware bleibt die Kundschaft zunehmend fern. 5.000 Euro. Wird. Aber es ist schon komisch, so viele Plätze und alles zu haben und alles ist leer. Nirgendwo ist mehr jemand, außer man selbst halt. Und muss gucken, dass man das alles irgendwie auf die Reihe bringt. Jeden Tag nach der Arbeit besucht Peter Leusler seine Mutter. Sie ist bettlägerig, wird rund um die Uhr gepflegt. Sie ist es, der Peter seinen Laden zu verdanken hat. Ne? Ja. Geht's dir gut, Mama? Ja, es geht so. Geht so? Ach, mal schön. Ist schön? Hm? Ja. Zarte Händchen. Ja. Okay? So, ja. Setz mich beidisch. Und Mama, freust du dich, wenn ich komme, oder? Immer, gell? Wer ist die Nummer 1, weißt du das noch? Ja, bitte. Bis über den Zebrastreifer haben sie sich angefahren. Und von dem Schmerzensgeld hast du mir die Metzgerei bezahlt. Und da habe ich gerade das Geld genommen und habe es gerade dem Peter gegeben. Ja. Und der hat es gleich kassiert. Gleich kassiert. Wir hatten den Traum von der Metzgerei schon länger, nur ich hatte die finanzielle Möglichkeit natürlich nicht. Ich war nur Verkäufer, ich hatte mehr wenig Geld. Und da hat die Mama gesagt, wo man dann das Geld hatte, hat sie gesagt, Peter, ich habe da so viel Geld bekommen. Und da hat sie gesagt, wir kaufen die Metzgerei, ich gebe das Geld. Von diesem Tag an gibt es die Metzgerei beim Peter. Und der ist kreativ. Metten das Gewinnspiel mit Met als Hauptgewinn. Kostenloser Videoverleih oder Losaktionen mit Grillfleisch. Die Metzgerei beim Peter wird zum Kult. Als nun nach 13 Jahren die Schließung droht, reagieren die Kunden mit Protest. Die Polizei kam zu mir einen Tag vorher. Peter, wir müssen die Straße sperren, willkommen da. Ich weiß auch nicht, wir willkommen. Und alle Straßenzüge kamen sie mit Schilder und Save Your Kotelett und lauter ganz goldig. Wir sind laut, weil man uns den Peter klaut. Es gibt nur ein Peter Leusler. Ich danke, ich bin überwältigt, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja keine Stimme mehr, obwohl Megafon geht's. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich so viele Fans habe. Ich darf jetzt hier nicht flennen, aber ich fange gleich an. Wahrscheinlich. Eine Unterschriftenaktion soll die Schließung der Metzgerei verhindern. Aus der Vororte vom Land kommen sie, sagen dann draußen, sind Sie der Herr Peter? Dann sage ich, ja, aber wir kommen extra zum Unterschreiben, wir haben das in der Zeitung gelesen, wir wollen Sie unterstützen. Das ist dann immer super, das macht dann Spaß. Dann gebe ich schon einen Kaffee, ich trinke erst mal Kaffee und dann merken sie schon, was hier los ist, was für Stimmung. Dann sage ich, das ist ja hier echt schön. Dann sage ich, ja, das ist dann schade drum, wenn ich dann nicht mehr da wäre. Sogar der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling kommt persönlich in den Laden. Hallo, da bin ich schon. Und, hat's geklappt? Ja, wir haben jetzt die 1300 Unterschriften. Ah, Wahnsinn. Das sind da, die würde ich Ihnen halt gerne mal übergeben. Ah, Wahnsinn. Dass ich mal sehe. Darf ich jetzt festhalten? Ja, wie viele Leute hinter mir stehen, das ist halt das Wichtige. Das ist ein starkes Zeichen. Ja.
Ich werde ganz sicherlich natürlich das zum Anlass nehmen, denn jetzt habe ich einen Auftrag von den 1300 Unterschriften, die ich habe, auch nochmal mit der Vermieterin oder den Vermietern das Gespräch zu suchen, um mir zumindest ein bisschen was über die Hintergründe sagen zu lassen. Denn für mich bleibt es schon ein Rätsel, da ist jemand da, bezahlt pünktlich seine Miete. Eigentlich müsste jeder Vermieter glücklich sein über so Leute. Das ist gar nicht so erfassbar, dass für eine Metzgerei so viel Aufstand gemacht wird. Das finde ich halt, das ist natürlich sowieso super. Das bleibt mir dann auch immer hängen im Gedächtnis, egal wie die Sache ausgeht. Das Schöne bleibt daran, wie groß die Unterstützung war von den Menschen. Der Traum vom eigenen Buchladen. Vor 4 Jahren hat Christiane von Zitzewitz ihn sich erfüllt, in Kronberg bei Frankfurt. Ihre Liebe zu Büchern war der Auslöser. Die 52-jährige Journalistin wagte die Selbstständigkeit. Doch die Konkurrenz von Amazon und E-Book ist gewaltig. Sie muss schließen. Ich glaube, dass die Menschen heutzutage auch so sind, die haben einen Wunsch. Ach, das lese ich gerade, das ist das Buch, soll toll sein. Dann wollen die zweimal auf den Knopf drücken und dann ist es aus dem Kopf. Aber jetzt sich das irgendwie aufzuschreiben und in den nächsten Buchladen zu rennen, das machen die nicht mehr. Christiane von Zitzewitz ist Mutter von 4 Kindern. Tochter Maximiliana hat die Geschichte des Buchladens hautnah miterlebt. Neben der Schule hat sie immer mal ausgeholfen und ihre Mutter im Laden vertreten. Natürlich ist es schade, weil immer, wenn man von der Arbeit nach Hause kommt oder von der Schule, ist man als erstes hier hingegangen, mit Mami einen Tee getrunken und dann hier so ein bisschen ausgeholfen. Und jetzt geht halt natürlich so ein Stück zu Hause ein bisschen irgendwie verloren. Christiane will die Schließung nicht einfach so hinnehmen. Sie hat sich Luft gemacht, hat einen Artikel in der Lokalzeitung veröffentlicht. Es ist eine Verabschiedung von ihren Kunden. Und gleichzeitig eine Mahnung an die Kronberger, über ihr Konsumverhalten nachzudenken. Und über die Auswirkungen auf das Geschäftsleben im Ort. Ich wollte eigentlich den Kronbergern noch mal zeigen, dass ich da wirklich mit viel Herzblut an die Sache rangegangen bin und dass mir das diese Schließung wirklich an die Nieren auch geht. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die haben gedacht, na ja, Gott, die hat jetzt auch nichts Besseres zu tun. Und jetzt macht die eben mal einen Buchladen auf, so wie andere irgendeine Boutique oder was weiß ich aufmachen. Da kann ich auch nichts gegen sagen, wenn jemand das so denkt. Dann nur, das war es mit Sicherheit nicht. Dafür war das viel zu viel Arbeit. Kronberg ist eine der reichsten Gemeinden Deutschlands. Aber auch hier schließen immer mehr kleine, individuelle Läden. Christiane von Zitzewitz liegt der Ort sehr am Herzen. Zusammen mit anderen Geschäftsleuten sucht sie nach Lösungen, damit Kronberg zur attraktiven Alternative wird. Zum Internet-Shoppen oder zum Einkaufen im nahen Frankfurt. Kronberg bräuchte eine größere Vielfalt an Geschäften. Aber da sind wir wieder beim Thema Mieten. Und was wir vorhin schon sagten, irgendwelche kleinen Nischengeschäfte, ist super, aber die können sich das nicht leisten. Also da beißt sich dann die Katze wieder in den Schwanz. In Würzburg steht Familie Thein vor einem schwierigen Schritt. Heute ist der Notartermin, der den Verkauf ihres Hauses besiegeln wird. Im Zuge der Ladeninsolvenz haben sie alles verkauft, um einen möglichst großen Teil der angehäuften Schulden begleichen zu können. Sollte sich die Bank mit dem Erlös aus Haus- und Räumungsverkauf nicht zufrieden geben und noch mehr fordern, droht die Privatinsolvenz. Ja, dann wird's jetzt ernst. Das war unser Reich, das war auch unser Traum. Das war auch sehr toll. Also wir haben da sehr gerne gewohnt und gelebt. Und wie gesagt, das ist jetzt ja schon etwas. Wir haben uns immer mehr mit der Situation auseinandergesetzt und irgendwann halt für uns selber gesehen, es ist unsere einzige Chance, irgendwie da rauszukommen. Wir beide kommen aus der Stadt hier oder auch aus dem gleichen Stadtteil. Und dann haben wir gesagt, wenn wir doch dahin zurückziehen, wo wir beide herkommen, dann. Dann kriegen wir das hin. Es funktioniert einfach durch die Kinder, unsere großen Jungs. Und dann kam unser Kleiner jetzt in diesem Jahr noch zur Welt. Und ich denke, das stärkt uns. Und wir müssen einfach weiter kämpfen, arbeiten, weil es ja nicht nur uns zwei gibt. Ja, am gesamten, die Gesamtsituation ist halt schon sehr beschissen. Mhm. Und das seit Monaten. Und es ist einfach Zeit, dass es alles erledigt wird. Auch Bernhards Eltern haben ihr Möglichstes getan, um zur Tilgung der ausstehenden Verbindlichkeiten beizutragen. Ihr Haus, in dem sie einmal ihren Ruhestand verbringen wollten, haben sie verkauft und sind in eine kleine Mietwohnung gezogen.
Der Sohn kam eines Morgens in den Garten und hat Bilder fotografiert vom Haus. Das Haus muss verkauft werden. Ich habe natürlich nie gedacht, dass ich im Alter noch mal ausziehen muss, noch mal umziehen muss. Und naja, mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Weder ich noch mein Sohn hat irgendwelches Kapital verhurt oder versoffen, sondern wir haben ein Leben lang gearbeitet und jede Bank und jede Sparkasse hat auf Heller und Pfennig jede auch überhöhte Zinsforderung beglichen bekommen. Aber nein, erst muss ganz runter, es muss alles runtergestampft werden und dann kann man wieder neu anfangen, wenn man gar nichts mehr hat und auch möglicherweise auch keine Kraft mehr hat. Und das ist das, was ich eben für meinen Sohn fürchte, dass er einfach sich kaputt macht. Es sind die letzten Tage im Würzburger Goldschmiedehaus. Totalausverkauf. Unmengen an hochwertigem Schmuck liegen noch im Tresor. Zum Teil aufwendig gefertigte Goldschmiedearbeiten. Alles, was Theins nicht selbst verkaufen, wird wohl die Bank einziehen. Doch die betrachtet nur den Materialwert der Ware, nicht die Arbeit, die in der Fertigung der Stücke liegt. Deshalb versucht Bernhard Thein, so viel wie möglich selbst verkaufen zu können. Alles, was geht, wird noch zu Geld gemacht. Selbst die Ladeneinrichtung findet einen Abnehmer. Man merkt halt jetzt, dass es jetzt soweit ist, dass es vorbei ist hier. Auch wenn es jetzt vielleicht noch so viel rumsteht, aber es ist natürlich alles jetzt nur noch Schrott, was da steht, was noch entsorgt werden muss. Und ja, irgendwie so richtig wirklich ist es glaube ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt das erst dann so die nächsten Tage, wenn man merkt, jetzt fährt man nicht mehr hierher zum Arbeiten, sondern hat eine andere Stelle, wo man hin muss. Der letzte Tag im Laden geht zu Ende. Das Kapitel Würzburger Goldschmiedehaus ist vorbei. Trotz Demos und Unterschriftenaktionen, die Zukunft von der Mainzer Metzgerei bleibt ungewiss. In ein paar Monaten soll er offiziell hier raus, deshalb muss dringend ein neuer Standort gefunden werden. Wenn er nichts findet, wird es finanziell eng für Peter Leusler. So viel Reserve habe ich nicht und die Reserve brauche ich ja, wenn ich was Neues habe. Da muss ich auch investieren wahrscheinlich ein bisschen. Also Das kann ich jetzt nicht sagen, wie lange ich da aushalte. Gell? Ich probiere, dass das dann fristgerecht, dass ich dann den Übergang habe. Darum muss ich jetzt am Ball bleiben, dass ich was Neues habe, dass da keine große Lücke ist. Gell? Ja. Das habe ich mir auch noch nie ausgemalt, was dann passieren wird. Peter Leusler hat verschiedene Anläufe gemacht, die Sache selbst zu regeln. Bis heute kann er sich nicht erklären, warum ihm gekündigt wurde. Seine Hoffnung ist, dass er doch noch irgendwie in dem Laden bleiben kann. Weil er selbst nicht mehr weiterkommt, hat der Metzger inzwischen seinen Anwalt als Vermittler eingeschaltet. Hi Florian, bist ja schon da? Wunderbar. Hallöche. Ich geb dir jetzt mal nicht die Finger, ich hab ein bisschen babische Finger, komm grad mit. Ja. So Florian, hast du jetzt was erreicht? Ich hab mal versucht, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Ich habe jetzt leider noch nichts Konkretes bekommen. Ich denke mal, wir bekommen jetzt bald einen Rückruf. Das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nur noch über den Anwalt. Weil da möchte ich mich nicht aufregen, meine Gesundheit, ich habe Bluthochdruck. Und da habe ich keine Lust, mich zu schädigen. Das ist mir da zu doof eigentlich auch. Da habe ich keine Lust drauf. Dafür ist der Anwalt ja da. Wir kennen uns gut, er hilft mir mit dem Florian. Und da soll der das lieber erklären. Dann reg ich mich nicht auf und er kann dann alles sachlich klären. Ich will ja auch, dass es sachlich abläuft. Das ist ja wichtig. Ich will ja gar nicht Emotionen reinbringen. Aber das ist meine Lebensgrundlage, auch von meiner Verkäuferinnen die Lebensgrundlage. Und wenn man die einfach so entzieht, ist halt natürlich nicht nett. Ja, die angekündigten enormen Investitionen würden anstehen bei einem Umzug. Plus der Standortwechsel, der für eine Metzgerei immer mit Vor- und Nachteilen verbunden sein kann. Ne? Und von daher wollen wir schon schauen, dass es hier am Standort jetzt weitergehen kann. Ein letztes Mal wird Christiane von Zitzewitz heute ihren Buchladen öffnen. Mit einem kleinen Umtrunk will sie sich von ihren treuesten Kunden verabschieden.
ja auch gut, wenn es dann jetzt vorbei ist. Und es gab eben auch immer noch Leute, die das nicht wussten. Und dann musste man das wieder alles erzählen, wieso, warum, weshalb. Und das ist dann irgendwann, ja, hat man da keine Lust mehr zu. Das Thema der Ladenschließung hat über Wochen die ganze Familie beschäftigt und belastet. Auch ihr Mann ist heute dabei und unterstützt sie an diesem emotional schwierigen Tag. Wunderbar. Ich habe eigentlich auch immer gesagt, der Buchladen ist so wunderschön und charmant in diesem schönen alten Haus. Der könnte sogar Teil eines Romans sein. Und von daher habe ich das natürlich genau alles mitgemacht und verfolgt und bin auch sehr traurig. Existenzielle Sorgen hat Christiane aufgrund der Ladenschließung nicht. Finanziell ist sie durch ihren Mann abgesichert. Dennoch ist der letzte Gang für sie kein leichter. Sie hat viel investiert, nicht nur Geld, sondern auch Herzblut. Ich habe dann auch in der letzten Woche nur nachmittags aufgehabt, weil es a. sich nicht gelohnt hat und b. also ich fand das schon ein bisschen beklemmend, hier irgendwie zu sitzen. Und es kamen natürlich noch ein paar Leute, aber es war auch wirklich nicht mehr viel los. Dabei hatte es gut begonnen. Ein liebevoll ausgewähltes Sortiment, fachkundige Beratung und Autorenlesungen lockten die Kunden an. Ein Café sollte das Geschäft zusätzlich beleben. Doch die Kunden bestellen lieber bequem im Internet. Sie konnte den Laden nicht retten. Hallo. So, wir wollten uns ein bisschen gefühlt verabschieden. Das ist aber lieb. Für die vielen schönen Jahre, die wir hier mit Ihnen verbringen durften und für die viele Hilfe und die vielen Anregungen, die wir hier gekriegt haben. Vielen Dank. Und das wird uns sehr fehlen, absolut. Ja. Das ist, finde ich, auch ist ein Vertrauensverhältnis so zwischen dem Buchhändler, der Buchhändlerin und dem Kunden. Und das jetzt hier so zu sehen, das ist zerreißt ein bisschen das Herz dann auch einfach. Alle sind sie gekommen. Stammkunden, ehemalige Mitarbeiterinnen und Christianes Familie. Na? So, ich wollte an deinem letzten Tag wenigstens einmal zu dir kommen. Ja, das ist lieb. Du und der kann ja nicht viel für dich tun. Ja, irgendwo tut es mir ja furchtbar leid. Es ist traurig, dass das so endet. Es ist traurig, aber aus solchen Dingen entstehen auch wieder neue Sachen. Ich bin nicht negativ. Du bist nicht pessimistisch? Nein, überhaupt nicht. Du hast nicht aufgegeben? Nein. Das ist gut. So schnell gebe ich nicht auf. Es ist schrecklich und es ist halt wirklich so, also fast wie so eine Beerdigung. Also ich meine, das hört sich furchtbar an, aber irgendwie schon so eine Idee, die einfach jetzt nicht mehr lebt, also wirklich begraben wird. Nach dem Abschiedsfest geht's ans Ausräumen. Christianes Söhne packen mit an. Am Ende des Monats muss der Laden an den Besitzer übergeben werden. Dann wird es keinen Buchladen in Kronberg mehr geben. Es war ein ganz wichtiges Kapitel in meinem Leben und deswegen kriegt das auch einen Ehrenplatz. Auch in Würzburg ist der Tag des großen Umzugs gekommen. Freunde helfen und packen mit an. Tein Senior ist da und räumt seinen alten Uhrmachertisch aus. Das Geschäft ist einfach weggebrochen, das ist zu Ende, es ist aus. Ja, jetzt muss man halt mal aussortieren, das habe ich irgendwann mal aufgehoben, weil es zu lange im Fenster war. Ne? Nicht mehr zu verkaufen, also. Aber gedacht, ja, trag sie selbst auf. So viel kann ich nicht auftragen. Bernhard Thein hat ein neues kleines Geschäft gemietet und will in Zukunft als Goldschmied von Auftragsarbeiten leben. Wir kommen dann doch immer wieder, oder Hedner vielleicht, oder wollen wir vielleicht doch alles hinschmeißen, oder wie auch immer. Kommt schon alles und ja, ist schon ungewiss, einfach ins Ungewisse hinein. Im neuen Laden wird es kein großes Sortiment fremder Hersteller mehr geben, sondern nur noch selbst angefertigte Schmuckstücke. Das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, gegen die Internetkonkurrenz bestehen zu können. Hier ist eben alles überschaubar und kleiner und eben ohne Angestellte. Also ich habe auf jeden Fall keinen festen Apparat mit hinten dranhängen, der alles einfach unnötig teuer macht. Der alte Buchladen ist geschlossen. Doch Christiane von Zitzewitz hat zum Thema Bücher eine neue Geschäftsidee entwickelt.
Eine Bekannte richtet regelmäßig Veranstaltungen aus. Ein Event mit Häppchen und Wein. Und Christiane liefert ab jetzt die passenden Bücher dazu. Ich denke, das wird ein schöner Abend. Christiane? Wenn die Menschen nicht zu den Büchern kommen, dann müssen die Bücher zu den Menschen kommen. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Art mobilen Buchhandel vielleicht irgendwie ein neues Feld erobere, um doch das Buch an die Menschen zu bringen. Das Konzept ist, mehr zu bieten als der Internethandel. Persönliche Beratung, das Erlebnis eines Abends zusammen mit anderen Menschen und dann das passende Buch dazu. Im Rahmen dieses Events will Christiane die Bücher in Zukunft direkt zum Leser bringen. Meine Hoffnung ist dadurch, dass ich diesen Rattenschwanz an Miete, an Personalkosten und so weiter nicht mehr habe, sondern sozusagen auf eigene Rechnung arbeite, dass am Ende des Tages irgendwo auch mal was übrig bleibt. Mit der Idee vom eigenen Laden zwar gescheitert, aber die Begeisterung bleibt. Das Kapitel Christiane von Zitzewitz und die Bücher ist nicht zu Ende. Bernhard Thein hat seinen neuen Laden in Würzburg eröffnet. Ein Beginn auf kleiner Flamme. Noch immer wartet er auf die Entscheidung der Bank. Ob die Abwicklung des alten Geschäfts ausreichen wird, um die Forderungen zu erfüllen. Oder ob ihm das neue Geschäft wieder weggenommen wird. Und er doch Privatinsolvenz anmelden muss. Wir haben das alte Geschäft geschlossen. Ich habe unser Haus verkauft. Ich habe das Haus meiner Eltern verkauft. Wir sind umgezogen. Wir haben also eigentlich alles beendet. Wir haben unser eigenes Auto abgeschafft. Wir haben also alles reduziert. Es ist alles fertig. Ich habe mir einen kleinen Laden in einer Stadtrandlage gesucht, der sehr günstig ist. Sitze da jetzt drin und weiß eigentlich am Schluss immer noch nicht, wie es ausgeht. Und das ist eigentlich schon schwierig. Also der Gedanke jetzt, den man natürlich immer wieder hat, was passiert, wenn jetzt jemand kommt und fängt an, hier auch noch dran zu sägen, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Die Kündigung in Mainz bleibt bestehen. Unter Hochdruck sucht Peter eine neue Immobilie. Er will unbedingt im Stadtteil bleiben. Wichtig für ihn: Die Räume müssen für eine Metzgerei ausgelegt sein. Denn Geld für einen Umbau mit allen Auflagen in puncto Hygiene hat er nicht. Oh, das sieht ja schon mal gut aus, ne? Die Räume sind größer und komfortabler als in der jetzigen Metzgerei. Könnt ihr hier mal Schilder aufstellen draußen? Klasse. Und dann hier direkt Straße verkaufen, aber noch heiß Theke. 790 kalt. Das ist ja super. Für alles. Das ist ja Wahnsinn, ey. Die Miete ist erfreulich gering. Doch was noch investiert werden muss, könnte das Budget sprengen. Das kostet ja natürlich auch einen Haufen Geld. Gell? Ich bräuchte wahrscheinlich bei der Größe auch noch ein paar Gerätschaften, ein paar Geräte mehr. Und da wird's dann, das geht ja schnell in die Zigtausende. Gell, sowas. Da muss ich halt mal gucken, wie ich es finanziell mache. Da habe ich mir jetzt noch nicht direkt Gedanken gemacht. Gell? Mir gefällt hier alles, aber ich darf auch nicht zu euphorisch sein. Na, hey, klappt was nicht. Dann bin ich dann vielleicht enttäuscht. Gell? Peter wird seinen alten Laden wohl schließen müssen. Doch er muss bald einen neuen finden, damit er dem Stadtteil erhalten bleibt.